euch heute erklären, wie kann man den Konvergenzradius, Konvergenzintervall, den innersten Konvergenzpunkt oder auch Entwicklungspunkt genannt einer Potenzreihe ausrechnen. Die generelle Frage, der wir hier nachgehen, ist, für welche x-Werte konvergiert oder divergiert die Reihe? Und das Wichtigste ist, das Wort Potenzreihe kommt daher, dass wir hier irgendwo stehen haben, x minus irgendeinem Wert w, also x minus irgendeiner Zahl, hoch n. Weil hoch n ist ja eine Potenz, deswegen Potenzreihe, also eine Aufsummierung von Potenzen. Dass wir genau diese Fassung haben, hat damit zu tun, weil das Rechenschema, was jetzt kommt, machen wir nur, wenn wir diese Fassung haben. Also müssen wir diese beiden Bestandteile auch identifizieren. Wir haben einen a-n-Teil und einen x-Teil. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele dazu an. Hier beim ersten Beispiel ist das der x-Teil. Das ist hier drüben der a-n-Teil. Hier beim nächsten Beispiel wären wir jetzt gewillt, im ersten Schritt genau das Gleiche zu sagen. Sieht ja eigentlich sehr ähnlich aus. Das Problem ist, hier steht aber 1 durch x minus einer Zahl und hier darf ja nur x minus einer Zahl hoch n stehen. Also ist das hier ein Schema, wo wir es nicht anwenden sollten. Also, nö. Hier können wir es anwenden. Wichtig, mach es halt nicht an Reihen, die nicht gehen. Deswegen bespreche ich das gerade mit euch. Hier beim nächsten Beispiel könnte man jetzt auch im ersten Blick sagen, ja, aber das ist jetzt überhaupt nicht das da oben. Ich habe ja gar keinen a-n-Teil. Manchmal, wenn Dozenten sehr findig sind, müsst ihr das vorher erst umformen, bevor ihr was habt. Hier könnt ihr nämlich quasi die 2 erstmal kurz ausklammern an der Geschichte. Dann habt ihr hier, ich mache mal kurz eine Nebenrechnung, 2 mal x minus 4 hoch n. Und dann habt ihr 2 hoch n mal x minus 4 hoch n. Dann könnte man natürlich die ganze Geschichte wieder komplett anwenden. Also Achtung, manchmal gibt es auch Beispiele, wo man es erst umformen muss, um dann die einzelnen Bestandteile richtig zu bekommen. Können wir hier sagen, da haben wir unseren x-Teil, da wieder unseren an-Teil. Also hier könnten wir es anwenden, aber Achtung, wir müssen es erst umformen. Wie ist es bei einem Beispiel da oben? Weil hier kann ich jetzt ja gar nichts ausklammern. Da steht ja auch gar kein a-n-Teil. Achtung, wenn ihr den Fall hier habt, also es gibt einen Zahlenwert, dann könnte man sich theoretisch immer vorne dran denken. Und das ist dann die sogenannte mal 1, weil einmal irgendwas ist ja immer der Wert. Dann habt ihr halt hier euren a-n-Teil und da euren x-Teil. Das geht. Gucken wir uns hier das nächste Beispiel an. Und hier müsst ihr wieder direkt vorsichtig sein, weil das Problem ist, hier in der Klammer steht jetzt x² minus 1. Da dürfte aber nur ein einzelnes x ohne Hochzahl stehen, minus eine Zahl hoch n. Also hier könnt ihr es nicht anwenden. Gucken wir uns das hier an. Und jetzt da sind manche manchmal auch ein bisschen verwirrt. Aber es ist einfach, weil hier die beiden Sachen könnte ich auch im Endeffekt umtauschen. Weil bei einer Multiplikation können wir auch die Sachen hin und her schieben. Also ist das dann mein x-Teil. Das ist mein a-n-Teil. Wir gucken uns jetzt das erste konkrete Beispiel dazu an. Und hier werde ich auch mit euch das eigentliche Schema durchgehen, das ihr dann machen könnt. Also nochmal zur Wiederholung. Da haben wir den a-n-Teil. Und da haben wir den x-Teil. Und den ersten Schritt, den wir jetzt machen, wir nehmen die Nullstellen vom x-Teil. Also hier wäre das x minus 5, lass die hoch n weg, gleich 0. Also ist x gleich 5. Und das ist jetzt mein sogenannter innerster Konvergenzpunkt oder auch Entwicklungspunkt wird er genannt. Ich möchte einmal kurz erklären, woher das kommt, weil die Frage ist ja, ob die Reihe konvergiert, also ob die Reihe gegen den festen Wert geht. Wenn ich hier in der Klammer eine 0 habe, was rechne ich dann? Ja gut, dann rechne ich eigentlich Sigma 1 hoch 2n mal 0. Und da ich jetzt jedes Summenglied mal 0 rechne, würde ich ja rechnen 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 und oh, Überraschung, das ist 0 und da kommt ein fester Wert raus. Das heißt, im innersten Entwicklungspunkt konvergiert die Reihe immer. Weil 0 plus 0 plus 0 ist 0. Müsst ihr nicht jedes Mal herleiten, ich wollte es nur kurz mal erklären. Dann gucken wir uns den
zweiten Rechenschritt an. Jetzt bestimmen wir nur von dem grünen Teil den Hilfswert Q über Wurzelkriterium oder Quotientenkriterium. Wenn euch die beiden Kriterien nichts sagen, ich verlinke euch unter dem Video und am Ende des Videos noch andere Videos, wo ich die ausführlich erkläre. Also hier wird sich anbieten, dass wir das Wurzelkriterium machen. Also wir schreiben mal hin, Q ist ein Hilfswert, bestimmen über Wurzelkriterium. Das wäre jetzt hier in unserem Beispiel Limes n gegen unendlich nth Wurzel Betrag von 1 durch 2 hoch n, und das, was hier unten drunter steht, ist nichts anderes als der grüne Teil. Dann gehen wir jetzt im Endeffekt hin. Den Betrag können wir weglassen, weil das innere e positiv ist. Dann können wir die nth Wurzel nach oben ziehen und nach unten. Nth Wurzel von 1 ist 1 und die nth Wurzel von 2 hoch n, hier lösen sich die beiden auf, ist 1/2. Also weiß ich jetzt, mein Q ist 1/2. Das ist ein Hilfswert, wir werden es vielleicht noch brauchen. Und im nächsten Schritt können wir jetzt den sogenannten Konvergenzradius angeben. Und die Formel dazu ist, der Radius ist 1 durch Q. Also in unserem Beispiel ist es 1 durch 1/2 mal Kehrwert, das ist dann 2. Was soll ich mir jetzt kurz bildlich darunter vorstellen unter diesem Wert? Wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir bis jetzt raus haben. Jetzt haben wir ja diesen innersten Konvergenzpunkt, den Entwicklungspunkt, der ist hier an der Stelle 5. Und der Radius, den wir jetzt ausgerechnet haben, beschreibt, wie weit wir von diesem Wert nach rechts und links springen können. Also wenn wir quasi gedanklich so einen Kreis außenrum ziehen, dann ist der Abstand von hier 2, also theoretisch bis zu 7, und von hier 2, also 3. Muss man auch nicht hinmalen, ich habe es jetzt nochmal kurz zur Erläuterung gemacht. Jetzt können wir, ich nenne es dann das vorläufige Konvergenzintervall angeben. Also wir können jetzt schon mal die Vermutung anstellen, dass die Reihe konvergiert. Wenn unser x-Element ist, so, dann hätten wir hier nämlich einmal den Entwicklungspunkt, der wird übrigens auch x0 manchmal genannt in der Literatur, x0 minus dem Radius, x0 plus dem Radius. Das ist dann in unserem Beispiel einmal 5 minus 2 und einmal 5 plus 2. Also dann hätten wir jetzt die Werte 3 und 7. Das ist auch das, was ich oben hier hingezeichnet habe. Wo wir jetzt noch ein bisschen extra Arbeit machen müssen, ist jetzt die Frage, wie ist das jetzt in den Randpunkten? Also wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob die 3 oder die 7 mit reingenommen werden muss. Und die Randpunkte müssen wir jetzt nochmal separat untersuchen. Jetzt wollen wir die Randpunkte untersuchen. Das bedeutet, wir müssen die x-Werte einsetzen und das Ganze separat untersuchen. Das schreiben wir für den korrekt auch hin, dass wir uns jetzt die Randpunkte angucken. Und dann wäre das einmal x gleich 3. Wenn wir x gleich 3 da oben einsetzen, was haben wir dann im Endeffekt? Haben wir 1 durch 2 hoch n, dann haben wir hier 3 minus 5 sind minus 2 hoch n. In der Regel empfehle ich, dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Umformungen vorher machen, bevor wir weitermachen. Als Tipp am Rande, Sie könnt minus 2 hoch n, könnt auch immer schreiben als minus 1 hoch n mal 2 hoch n. Ihr seht gleich, warum ich die Umformung gemacht habe. Aber wenn wir das nämlich machen, können wir das oben auf den Bruch schreiben. Dann haben wir minus 1 hoch n mal 2 hoch n mal 2 hoch n, dann kann ich das nämlich kürzen. Und dann sind wir an der Geschichte hier angekommen. Und jetzt eine wichtige Sache, wenn wir jetzt diese Randpunkte untersuchen, setzen wir das jetzt da ein, kriegen eine neue Reihe aus und die müssen wir jetzt mit einem anderen Reihenkriterium untersuchen. Und in der Regel ist es dann nicht Wurzel- und nicht Quotientenkriterium, weil wir das ja indirekt schon angewendet haben. Und hier muss man in der Regel andere nehmen. Hier wird sich empfehlen, das Leibniz-Kriterium zu nehmen.
Leibniz-Kriterium kann man hier auch relativ kurz anwenden. Das Leibniz-Kriterium sagt uns, dass es divergent ist. Da nehme ich die 1, die wir hier haben, keine Nullfolge ist. Und warum habe ich das Ganze jetzt eigentlich gemacht? Es geht ja im Endeffekt um die Frage, ob wir die 3 in das finale Konvergenzintervall oben reinnehmen sollen. Und jetzt weiß ich, die 3 wird nicht mit reingenommen. Das heißt, ich kann mir jetzt schon, schreibe ich mal nur gedanklich hin, die 3 bleibt draußen, so wie wir es auch gerade eben hatten. Das Zeichen heißt, die 3 ausgenommen. Also die 3 darf nicht mit rein. Jetzt gucken wir uns den nächsten Randpunkt an. Der nächste Randpunkt ist 7. Und wir machen hier im Endeffekt genau das gleiche wie oben auch. Wir nehmen den Wert und setzen den ganz da oben ein im Endeffekt. Was haben wir dann da stehen? Dann haben wir 7 minus 5 hoch n. Dann haben wir, das sind 2 hoch n, können wir auf einen Bruch machen, 2 hoch n durch 2 hoch n. Das ist dann jetzt ein Ganzes. Nochmal zur Erinnerung, wir nehmen jetzt nicht nochmal Wurzelquotientenkriterium. Hier könnte man das sogenannte Nullfolgenkriterium nehmen. Warum? Weil die 1 keine Nullfolge ist. Wäre es auch hier divergent. Und das sagt mir dann im Endeffekt, dass ich den anderen Wert, die 7, die ich betrachten wollte, auch nicht mit reinnehmen darf. Also die 7 bleibt dann im Endeffekt draußen. Nachdem ich mir diese ganze Überlegung gemacht habe, kann ich jetzt das finale Konvergenzintervall angeben. Dann würde ich nochmal hinschreiben, also Konvergenzintervall, wir sagen die Reihe ist konvergent für alle x Element, das ist das Elementzeichen, und jetzt 3 ausgeschlossen, 7 ausgeschlossen. Gucken uns jetzt direkt noch ein zweites Beispiel an, wo wir das auch komplett durchexerzieren wollen. Hier habe ich nochmal das ganze Ablaufschema zum Mitschreiben. Wir identifizieren erstmal wieder unseren a-n-Teil, unseren x-Teil, und dann gehen wir hier durch. Wir nehmen erstmal wieder die Nullstellen, damit wir unseren innersten Entwicklungspunkt bekommen. Das ist dann x plus 1 gleich 0. Also minus 1 ist der innerste Entwicklungspunkt. Hier habe ich den in meinem Schema auch einfach w genannt. Gut, an der zweiten Stelle wollen wir jetzt den vorderen Teil untersuchen. Hier lohnt sich auch das Wurzelkriterium. Achtung, nicht immer Wurzelkriterium, manchmal ist Quotientenkriterium besser. So nehmen wir es n gegen unendlich. N Wurzel von Betrag 1 durch n mal wie hoch n. Können wir jetzt im Endeffekt gehen, die n-te Wurzel wieder reinziehen. n-te Wurzel von 1 hatten wir gerade eben, ist 1. Und drunter habt ihr dann n-te Wurzel von n, wenn man es über jedes Einzelne zieht, und n-te Wurzel von 4 hoch n. So, jetzt ist die n-te Wurzel von n ist einer der sogenannten bekannten Grenzwerte, die man auf dem Formelblatt stehen hat. Limes n-te Wurzel n ist 1. Dann haben wir im Endeffekt noch übrig 1 durch, das ist 1, und hier wird es weg, haben wir 4. Also haben wir jetzt ein Viertel, und das ist unser Q, das wir ausgerechnet haben im zweiten Schritt. Dann ist der Konvergenzradius R 1 durch Q, also 1 durch ein Viertel, also in unserem Beispiel 4. Jetzt gebe ich mein vorläufiges Konvergenzintervall an, dass ich vermute, dass wenn wir hier das haben, dann ist es im Endeffekt hier der Wert da oben, minus 1 minus dem Radius und minus 1 plus dem Radius. Also hätten wir schon mal als Vorüberlegung, das ist x Element.
minus 5 bis 3 ist. Wichtig ist, jetzt müssen wir uns noch die Randpunkte wieder angucken. Wir gucken uns mal den ersten Randpunkt an. Der erste Randpunkt wäre jetzt bei minus 5. Wenn wir das hier oben einsetzen und ich mache jetzt mal ein paar Schritte mehr auf einmal, dann haben wir 1 durch n mal 4 hoch n. Dann haben wir ja minus 5 plus 1 sind minus 4. Jetzt kann ich ja bei der minus 4 wieder den gleichen Trick wie gerade eben machen. Das ist minus 1 hoch n mal 4 hoch n. Kann ich die 4 hoch n wegkürzen und das minus 1 hoch n bleibt übrig. Das ziehen wir nach vorne. Hinten dran habe ich noch stehen, mal 1 durch n. Bei Reihen mit der Form minus 1 hoch n können wir wieder ein Leibniz-Kriterium nehmen. So, laut Leibniz-Kriterium müssen jetzt zwei Sachen gelten, damit das Ganze konvergiert. Nämlich erstens, Limes 1 durch n ist eine Nullfolge, das ist gegeben. Und 1 durch n ist monoton fallend. Theoretisch müsste man das noch mit einer Nebenrechnung zeigen. Wie man das genauer macht, verlinke ich euch gerne unter dem Video nochmal. Jetzt können wir im Endeffekt sagen, wenn die zwei Sachen erfüllt sind, konvergiert die Reihe für x gleich minus 5. Und der wichtige Teil ist jetzt, jetzt weiß ich nämlich, dass die minus 5 reinnehmen muss. Merkt man das mal mit so einer Gedankenblase. Diese Gedankenblase ist jetzt kein mathematisches Fachzeichen. Das ist nur so eine Zwischenüberlegung, dass wir es später so brauchen. Jetzt müssen wir das Ganze noch für den anderen Randpunkt machen. Der andere Randpunkt war die 3 im Endeffekt. Dann gucken wir uns an, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir eine 3 einsetzen. Dann haben wir 4 hoch n. Sigma. Dann 3 plus 1 hoch n, 4 hoch n. Wohl angemerkt zur Erinnerung, ich habe es hier oben eingesetzt. 3 plus 1 sind 4 hoch n. Dann können wir die 4 hoch n wegkürzen, dann bleibt übrig Sigma 1 durch n. So, das ist jetzt eine von den sogenannten bekannten Reihen. Das hier ist die sogenannte harmonische Reihe. Also die hat man in der Regel auf dem Formelblatt stehen. Und die harmonische Reihe ist divergent. Was sagt mir das später für mein Konvergenzintervall? Das ist nämlich, die 3 muss draußen bleiben. Jetzt können wir dann finale Aussage treffen. Und hier war es jetzt bei dem Beispiel so im Vergleich zum ersten, dass wir das Konvergenzintervall nämlich anpassen müssen. Also sagen wir, Reihe konvergiert für x Element. Und jetzt mussten wir die minus 5 mit reinnehmen und die 3 rausnehmen. Hier haben wir das Intervall jetzt im Endeffekt angepasst. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du
kannst das alles.